So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen. Heute ohne Kopfhörer, denn ich habe noch ein bisschen Ohrenschmerzen und dementsprechend keine Kopfhörer auf. Das heißt, falls ich komisch lauter anders rede als sonst, dann ist das so. Da müssen wir alle durch. Ja, ich habe gerade ein bisschen geguckt, was haben wir vor? Ich habe gesehen, wir haben schon, jetzt 89 Leute ohne eigene Wohnung. Da müssen wir auf jeden Fall drauf reagieren. Und das da hinten wollten wir auch bauen. Jetzt ist so die Frage, was ist wichtiger? Ich würde sagen, wichtiger ist es, mehr Arbeitskräfte zu kriegen für die neue Anlage da hinten. Grundsätzlich machen wir 18, ja 20.000 bis zu 30.000 plus im Monat. Von daher denke ich, ist das ein gutes, stabiles Polster, auf dem man jetzt hier hinten weiter aufbauen kann. Wie auch immer man den Bezirk ja designen möchte, nicht? Also man kann ja schon bis hier hinten gehen, aber dann brauchen natürlich auch wieder alle möglichen Gebäude. Die hier sind bis zu 300 Metern zu erreichen, das heißt bis hierhin wäre zum Beispiel Kultur. Nahrung könnte sogar reichen bis hier hinten in die Ecke. Das heißt, wenn wir hier zwei, drei große Gebäude hinsetzen, wäre das okay. Wir haben halt nur nicht so viele runtergeladen, beziehungsweise ich habe viele runtergeladen, aber die meisten kann man erst durch Forschung dann bauen und die ist noch weit weg. Vielleicht können wir hier eher so das Altstadtviertel an der Uni machen. Dass wir hier eher solche Häuser bauen. Wir können hier mal kurz setzen. Und dann gucken, ob uns das so gefallen würde vielleicht. Man könnte sogar so richtig einen Block setzen, nicht wahr? Die hätten einen Ausgang nach außen. Nur innen könnte man nichts machen. Ich glaube, innen kann ich eh nichts bauen, großartig. Wartet mal, wenn ich... Nee, wir machen das anders. Weil, wenn ich den jetzt hier ranbaue, eigentlich müssten wir gespiegelt das machen, nicht? Also eigentlich müssten wir es setzen und dann nochmal spiegeln, aber dann wird es so breit ohne Zugangsstraße. Dann drehen wir den ganzen Block einfach. Wie wär's damit? Das klingt nach einem Plan. Du hast zwei Sessions gespielt? Ich glaube, du hast mindestens vier Sessions verpasst. Geotestik geht das nämlich. Spielen wir auch immer. Und ich habe nämlich gerade was gesehen. Hier gehen ja Züge lang. Ja, dann machen wir doch die Gebäude. Doch hier an den Schienen vielleicht so. Weil das habe ich fast übersehen, dass da Schienen sind. Aber ihr könnt meine VODs oder auch auf YouTube immer alles nachgucken. Außer ihr E-Streams aus anderen Gründen. Apropos andere Gründe. Also, ich sag's mal so. Google-Rezensionen kann man echt für die Tonne machen, nicht? Also glaubt nichts, was ihr auf Google Maps seht an Rezensionen. Das ist einfach nur Quatsch. Weil alle schlechten Bewertungen werden einfach weggelöscht. Weil ich habe auch irgendwo eine negative gehabt und habe heute bekommen, oh, wegen Diffamierung wurde ihr Beitrag gelöscht. Ja, wozu mache ich denn eine öffentliche Rezension über etwas? Wenn es keine Handhabe gibt, nicht? Also, die Rezensionen sind echt für ein Kokolores Arsch. Die können mal schön einfach weg. Also, Google war auch mal ein bisschen besser früher. Aber so bringen einem die Dinger halt gar nichts. Das ist ungefähr so wie der Trustpilot auch dann immer nur gute Bewertungen hat und wenig negative oder so, weil die sich da einkaufen können oder sowas.
solche Portale sind dann immer massiv, ja, unsinnig, aber die meisten Leute fallen drauf rein. Aber dass das bei Maps auch so ist, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem, du erfährst als Nutzer nicht mal, was genau betroffen ist. Das fand ich noch krasser. Das heißt, man weiß gar nicht, um was es geht. Sehr intransparent das Ganze, aber absichtlich auch intransparent gemacht, muss man sagen. Naja. Google hat halt schon lange nicht mehr den Charakter, den es früher hatte. Sehr schade. Aber ja, passt einfach auf, wenn ihr 5-Sterne-Bewertungen seht. Das müssen keine 5-Sterne-Bewertungen sein. Es können einfach nur die Bewertungen sein, die übrig gelassen wurden, nicht? So, Häuser. 100, 200, 300, 400. Sollte doch erstmal lang, oder? Es gibt keine wirklich schlechten Kommentare. Du kannst sogar bei einer schlechten Bewertung anrufen und die machen das dann weg. Genau, das ist anscheinend passiert. Deswegen ist es Quatsch. Ein Bewertungsportal, in dem schlechte Bewertungen gelöscht werden, ist kein, ja, valides Bewertungsportal. Es ist eigentlich Betrug am Kunden. Und ja, deswegen einfach aufpassen. Und glaubt nicht alles, was ihr seht. Das sind einfach meine Worte, die ich dazu sagen will. Das steht irgendwie schräg. Es steht weder zu der Straße noch zu der Straße gerade. Aber gut, wir können ja die Schienen nachher anders anpassen oder so. Und dann passt das schon wieder. Ja, wie kommen wir hier drüber? Warte mal, ist da wieder so ein Verbindungsding? Ja. Guck mal, da können wir schon mal verbinden. Kommen wir nämlich schon mal ein bisschen besser rüber. Und das Ding hat mir auch schon nicht gefallen. Vielleicht können wir da auch nochmal was mit der Verbindung machen. Das war da generell... Ah, besser. Dass wir da vielleicht so rüberkommen. Okay. Dann würde ich das bei denen hier aber auch gerne machen. Und hier auch noch einen Weg natürlich an der Straße entlang zimmern. Das sieht schon komisch aus, nicht? Aber wenn ich das drehe, dann geht das noch spitzer in die Richtung. Wenn ich das hier angleiche, dann geht das noch krasser in die Richtung. Ich glaube, ich habe so ein Mittelding okay gemacht. Weil das Problem ist, die Straße läuft hier nicht mehr gerade. Die Straße geht schräg, nicht? Also die Straße ist das Problem, nicht das Gebäude. Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber naja, nicht alles kann gerade sein. Kann man auch positive Rezensionen löschen lassen? Na, die kannst du selber löschen. Aber ich glaube, warum solltest du eine positive löschen lassen? Vermutlich aber ja. Aber wird, glaube ich, keiner machen. So, hier drin machen wir denn sowas wie Müllplatz und vielleicht den Kindergarten oder sowas hin, wenn wir das hinbekommen könnten. Warte mal, das ist von dem Haus, das ist von dem Haus, das ist von dem Haus. Dann könnten eigentlich die hier weg. So. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Anschlüsse. So, Mülltonnen, ganz wichtig, brauchen die. Mülltonnen. Machen wir hier hinten wirklich so einen Müllhof. Schade, dass wir das nicht dazwischen kriegen. Das wäre optimal gewesen. Wenn ich die auf der Seite da mache, würde ich den hinkriegen. Ich gucke mal, ob wir den Kindergarten dahin platzieren können. Wir brauchen hier nicht so einen großen. Wir könnten hier... Ja. Ja. Der würde hier echt gut hinpassen. Dann machen wir das anders mit den Wegen. Wir müssen ja nicht so krass steil zulaufen. Das war ja nur eine Idee.
Aber wir können hier ja zum Beispiel erst so zulaufen lassen. Dann haben wir viel mehr Platz. Klingt doch noch nach einem Plan. Dann können wir hier den Kindergarten auf die eine Seite machen. Und den Müllplatz auf die andere. Ronny und so weiter haben bei der Scootertour massenhaft positive Bewertungen schreiben lassen von ihren Zuschauern. Die werden automatisch geblockt, weil das, egal ob positiv oder negativ, als Manipulation und Botting erkannt wird. Alle vier kommen ran. Die müssen 100 Meter laufen zum Müll, aber das ist ihr Problem. Deswegen ist es immer nicht hilfreich, als Betreiber sich sowas zu wünschen, viele Rezensionen zu bekommen auf einmal. Wenn du sonst so hast und auf einmal hast du so, wird's rausgelöscht in den meisten Fällen. Also, unsinnig. Hilft halt keinem. So, wir brauchen diesen Kinderspielplatz, würde ich sagen. Wir müssen ja nicht den großen bauen. Kriegen wir den noch? Den hätten wir auch hier hinbekommen, nicht? Das sieht eigentlich besser aus. Dann machen wir da den Kinderspielplatz eher hin. Dann sieht das aus wie ein einheitliches Gelände. Mit dem Kinderspielplatz. Und dem Ding. Und dann kommen die Müllabfuhr-Mülldinger gegenüber. Und dann haben alle nämlich den gleichen Abstand zum Müll. Warum? Das ist doch nicht mittig. Warum brauchen die länger zum Müll mit 70 Metern als die? Naja. Ich mach den trotzdem erstmal mittig hin. Was haben wir noch für Gebäude, was die hier brauchen? Sport für die Leute, nicht? Wir können hier also auch noch Sportplätze hinten hinzimmern in den Hinterhof. Was haben wir denn da Schönes? Ein Volleyballfeld? Ein Stadtstadion. Ja, im Hinterhof. Gute Idee. Volleyballfeld zu groß. Dann kommen wir nicht mehr vorbei. Wir können den Fußballplatz machen. Und vielleicht... erst Basketball- und Volleyballfeld und hier hinten noch so ein Tennisding. Haben wir so einen kleinen Sportcourt quasi. Ich glaube, wenn ich das mache, dann kommen die nämlich nicht ran. Machen wir das so. Das hat eh ein schönes Ding. Die Rezensionen wurden veröffentlicht. Die werden auch veröffentlicht, aber irgendwann schlägt ein Automatismus und Bot zu, der die rausfiltert. Das hat Adam schon immer früher auch gehabt. Er hat das dann immer auch gesehen, dass das eigentlich wenig bringt. Und das ist ja auch klar, selbst Steam macht das. Also, ich glaube, jeder Anbieter, der eine vernünftige Plattform will, geht gegen sowas, egal ob positiv oder negativ, vor, weil es könnte ja auch einfach illegal gekauft sein, nicht? Und das willst du halt nicht. Wobei, wenn du einfach auch alles Mögliche löscht, ohne erstmal den Sachverhalt zu prüfen, dann ist es ja eh egal, nicht wahr? Also dann bist du eh keine seriöse Plattform. Okay, also wir hatten Sport, wir hatten Kindergarten, wir hatten Müll. Haben die Strom? Wartet. Können wir ja ganz einfach testen. Also, hier hinten fehlt Wasser. Hier vorne hätten auf jeden Fall Strom, Wasser, Abwasser. Den hier hinten fehlt Wasser und den hier fehlt eventuell Abwasser. Das heißt, wir sollten hier Abwasser und Wassereimer vorsehen. In irgendeiner Weise, falls wir hier vielleicht noch was ranbauen wollen. Genau. Bahnhof haben die vor der Tür. Haltestelle haben sie ein bisschen fußläufig. Wenn wir hier erweitern, kommt hier noch eine Haltestelle irgendwann hin.
Theoretisch müsste man die löschen lassen, weil es keine echten Rezensionen sind. Ja, ich denke, das wird irgendwann geprüft von diesen Google-Bots und dann kommt das einfach weg. Es dauert halt immer, nicht? Aber alles andere wäre super komisch. Weil dann wäre es ja noch unglaubwürdiger, nicht? Wenn Spam-Positivbewertungen erhalten bleiben und negative, leicht kritische Bewertungen gelöscht werden, dann kannst du den Laden dicht machen, wie man so schön sagt. Dann macht es wirklich keinen Sinn mehr. Oh, unser schöner Platz. Gefällt mir. Er hat sich gemacht. Oh. Platz der Einheit. Oder keine Ahnung, wie wir den genannt haben. Was fehlt jetzt noch? Wasser, Abwasser. Okay, dann machen wir erstmal Abwasser. Weil Abwasser ist immer schwieriger. Ich glaube, beim Abwasser, ja, da müssen wir nämlich gar nichts machen. Ich glaube, wir haben hier sogar schon eine Pumpe. Jetzt ist so die Frage, wollen wir einen Verteiler? Brauchen wir nicht mehr, oder? Also wir können da zur Not nochmal rangehen, wenn wir hier was bräuchten. Aber ich glaube, hier reicht es, wenn wir einen kleinen Abwassertank mit platzieren. Oh, wer daneben wohnt, hat Pech. So ist es halt. Zack. Das ist dann auch kostengünstig. Und jetzt brauchen wir Wasser. Wasser ist das, glaube ich, das gleiche. Wasser könnten wir noch von hier abgehen. Das heißt, hier machen wir auch einfach ein Wasserhäuschen. Und dann sind wir damit auch gut. Würde ich gleich einfach daneben packen. Der Übersichtshalber. Und dann passen die da nebeneinander zusammen. Zack. Sehr schön. Dann wird der Bezirk doch nicht so teuer, wie ich dachte, weil gerade die Sachen dauern lange und kosten viel. Strom würde ich trotzdem nochmal vorsehen. Einfach wegen der Verteilung, dass es nicht überlastet an einer Stelle. Und dann vielleicht ja, direkt daneben. Dann haben wir da wirklich diese drei Häuser nebeneinander. Und wir können von... Aber wir haben keinen Umverteiler, nicht? Das ist ein Problem. Da hinten hätten wir einen. Yeah. Würde gehen. Aber der ist eigentlich für die Industrie hier hinten vorgesehen. Das heißt, wir brauchen erst einen kleinen Verteiler. Oder wir müssen von da hinten abgehen. Fände ich jetzt nicht so geil. Ich meine, aber genau dafür ist es eigentlich vorgesehen. Wobei hier kein weiterer Anschluss gerade frei ist. Aber wenn ich den nehme, der sollte eigentlich hierhin eher. Machen wir das doch. Ja, der hier ist mir zu dicht am Rand. Der muss ein bisschen zentraler und dann können wir ihn da anschließen. Das macht mehr Sinn. Vielleicht hier hinten zum Müll? So, dann stehen die beiden Sachen zusammen. Krumm und schief. Schief wollen wir nicht. Oh, sehr gut, dass wir im realistischen Modus sind. Dadurch haben wir die Straße jetzt nicht wirklich abgerissen, sondern nur geplant zum Abreißen. Was bei Rohren durchaus einen Bug hervorruft. Was habe ich mir gesagt? Das Ding? Das hatten wir hier immer, oder? Du sollst nicht Wasserhäuschen sagen. Das hat eine andere Bedeutung. Echt? Wasserhäuschen? Für mich ist es ein Wasserhäuschen. Ja, da kommt der Kasten daneben hin. Ah, okay. Aber nicht so dicht, weil dann kriegen wir den Weg nicht ran. Machen wir
so auf Höhe der Mülltonnen. Dann sieht das nicht so verloren aus. Das könnte passen. Und da kommen wir wieder nicht ran. Brauche ich wieder so einen Dotzpunkt? Ja, guck mal, da haben wir wieder so einen Andockpunkt gehabt. Ja, viel besser. So nehme ich ein Ding. Okay, also erstmal kriegt das eine hohe Priorität. Das eine hohe Priorität. Das eine hohe Priorität. Das. Und das. 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 Und das. Und jetzt brauchen wir noch ein Stromkabel. Das wird das Spannendste an der ganzen Geschichte. Erstmal runter. Wir gehen immer auf 9 Meter hier. Okay. Kann ich das auch irgendwie nicht eckig machen? Okay. Anscheinend nicht. Dann gehen wir von hier nochmal ab. Auch 9 Meter. So. Und dann gucken wir nochmal, dass die wirklich zusammen sind. Manchmal haben die so einen Millimeter Gap und dann werden die nicht gebaut. So wie hier. Ich würde fast... Wenn ich rübergehe, ist es 1. Also hoffe ich mal, dass das da passt. Das sieht da irgendwie merkwürdig aus. Und das kriegt auch noch eine hohe Priorität. Und dann, let's go, würde ich sagen. Können sie das da bauen? Essen sollten die dann von hier haben. Oh nee, die da hinten nicht mehr. Könnte ein Problem werden. Ach doch. Nee. Achso, weil die gar keinen Weg haben, die hier hinten. Ja, okay. Das gestehe ich Ihnen dann doch noch zu dem Weg. So. Und verbinden wir das hier gleich? Dann haben wir das hinter uns. So will ich das. Was bist du? Einfach nur ein Rest, oder? Da ist nichts. Okay. Und da ist auch noch ein Rest. Und du bist auch erstmal ein Rest. Die brauche ich auch erstmal nicht. Sehr gut. Kommen wir hier vielleicht schon rüber? Auch nur so hässlich. Weil da auch schon wieder so ein Verbindungsknotenpunkt ist. In manchen Regionen sagt man zu einem Kiosk Wasserhäuschen. Schön für manche Regionen. Für mich ist es ein Wasserhäuschen. Andere sagen auch zu Pfannkuchen Berliner und Berliner Pfannkuchen und zu Eierkuchen Pfannkuchen. Aber Eierkuchen sind Eierkuchen, Pfannkuchen Pfannkuchen und Berliner Berliner. Was will Region machen? Soll Region herkommen. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, das kriege ich aber auch nicht... Obwohl, nach unten müsste ich doch eigentlich gehen können vom Abstand her. Da ist doch dann auch wieder nur so ein Anflanschpunkt übrig. Irgendwo. Ja, so ist doch viel sauberer und gerader. Nur weil da so ein Punkt irgendwie entstanden war, nicht wahr? Okay, hier ist der Bau noch angehalten. Oh, Studentenwohnheim ist voll, aber das ist okay. Die anderen kommen halt von zu Hause. Und wir haben inzwischen echt viele Professoren und gleichzeitig auch noch Forschung. Könnten also sagen, es können auch mehr in die Forschung gehen. Weil wir gar nicht mehr so viele Studierende brauchen, nicht? 242 ist ein guter Wert. Wir können ja mal auf den Wert gucken. Ich glaube, den hatten wir uns beim letzten Mal angeguckt. Für mich ist es nur ein paar Tage her, weil ich krank war.
Da. Und dann alle Zeiten. Und man sieht aber, wir haben uns von 106 auf 242, 292 erhöht. Also es sind nochmal 180, 185 mehr geworden alleine. Das heißt, da sind wir auf einer sicheren Seite. Fluchten 418. Achso, insgesamt. Okay, und letztes Jahr 47. Und aktuelles Jahr 23. Das ist aber viel. Ah, 40 haben wir immer im Schnitt gehabt an Fluchten. Da haben wir mal ein paar weniger. Das waren aber auch schon mal mehr. Und warum geht der nicht Jahr runter? Achso, weil ich Monat mache. Okay, nochmal. Aktuelles Jahr, Jahr. Und dann muss ich hier auf das Minus gehen. Also, dieses Jahr 23 Fluchten. 14 im letzten. Im Zeitraum vom letzten, nicht im letzten. Im letzten selber, wenn man das Jahr nimmt, 47. Vielleicht besser. 87 davor. 110 davor. 80 davor, 50 davor, am Anfang 21 und 0, weil wir keine Leute hatten. Okay, das heißt, der Wert ist ja positiv und geht nach unten. Dann ist das ja alles legitim. Ich meine, 95% Zufriedenheit, das passt auch so weit so gut. Keine Kultur bekommen. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das dann auflösen. Aber erstmal bauen wir da hinten die Wohnung, damit die 400 Leute da Platz haben. 100 haben wir schon, also das erste Gebäude hinten ist auf jeden Fall voll. Und hier würde ich mal sagen, keinen Einzug erstmal gestatten, weil das nicht dicht genug am Einkaufszentrum liegt, glaube ich. Doch, okay, ne, dann können sie da auch einziehen. Und hier wäre vielleicht cool... Genau, eigentlich genau so... Wenn hier nämlich hauptsächlich noch Professoren und sowas einziehen dürfen. Obwohl Ungebildete. Hier hinten alle. An der Uni dürfen alle wohnen. Oh, du warst krank? Ich bin krank. Wie ich gerade erzählt habe, dreimal. Ich finde es immer faszinierend, wie Leute... nicht zuhören, aber das geht generell so, geht mir ja auch so. Aber oft sagt ein Streamer etwas und zwei Sekunden später kommt die gleiche Frage und der denkt sich nur so, Alter, ich habe das doch gerade beantwortet. Wie kann man die Frage da stellen so? Es scheint irgendwie so ein Internetphänomen zu sein. So, ich plane das mal bis zur der Kante. Hier müsste ein kleiner Laden vielleicht hin für die Versorgung von denen hier. Das wäre mit dem Studentenwohnheim gar nicht schlecht. Wenn wir hier auch noch einen Bezirk machen, wäre hier aber der Laden noch besser. Aber denn die sind sich zu eng. Aber der hier wäre gar nicht schlecht an der Stelle. Wirklich nur so ein Mikroladen. Was hattest du? Warum habe ich wohl kein Headset auf? Raten Sie, raten Sie, raten Sie. Ja, ein Kulturhäuschen. So ein Café vielleicht. Aber gut, ein Café, warte mal, Alkohol? Ne, Alkohol dürften die alle haben hier. Ja, das passt noch. Wobei das 410 Meter schon echt viel sind. Die können wir aber, glaube ich... so, ein bisschen verringern. 337 ist doch deutlich besser. Ja, Abwasser und Wasserrohre sind sogar schon da. Und wenn wir aufs Geld gucken, obwohl wir Geld ausgeben, sind wir noch im Plus. Im letzten Monat 30.000 knapp. Jetzt immer noch bei... eben 18, dann auf einmal 26, jetzt wieder bei 20, jetzt wieder bei 21. Sagen wir, wir sind gerade bei 21.000 im Plus.
Also, obwohl wir bauen, haben wir eine positive Bilanz. Das ist sehr, sehr gut. Wichtig zu überprüfen, hier sind Arbeiter drin, hier ist Wasser drin. Hier ist auch genug Wasser da. Der Brunnen läuft auch nicht leer. Sehr schick. Wichtige, wichtige Sachen. Und... ja, da hinten könnte fast noch ein Bahnhof finden. Aber die sind denn sehr eng beieinander, was? Hm. Kopfschmerzen? Kopfschmerzen sind keine Krankheit. Kopfschmerzen sind doch was Normales. Also klar können Kopfschmerzen schlimm sein, aber ich würde Kopfschmerzen nicht als Krankheit bezeichnen. Migräne vielleicht, aber nicht Kopfschmerzen. Kopfschmerzen sind eins, nervig. Auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Okay, da komme ich eh nicht besser bei weg. Dann machen wir das schon mal so ran. Hier sind auch alle voll hier hinten. Sehr viele Professoren und sowas. Unser Wohnblock auch. Oh ja, ein Arzt könnte da hinten ein Problem werden. Reicht das noch? Auch gerade noch so in Reichweite. Hier hinten wäre nämlich nicht mehr in Reichweite. Bis 420 Meter anscheinend. 416. Hm. Sind auch viel zu viele Ärzte theoretisch drin. Brauchen wir noch was anderes? Habe ich wieder irgendwas übersehen? Eine kleine Polizeiwache oder sowas vielleicht. Historic Police Station. Hier, so eine. Polizeirevier klein. Das könnte auch hier hinten in die Ecke hin. Oder hier hinter. Wobei ich hier ein zweites Uni-Gebäude eigentlich vielleicht hinsetzen wollte. Andererseits sollen hier auch Schienen vorbeigehen. Daher darf ich das nicht zu eng planen. Oder Polizei kommt hier zu denen. Ich meine, die andere Polizei ist da hinten, nicht? Das ist... die hat schon einen großen Einflussbereich. Aber nicht bis hier oben. Also hier irgendwo eine Polizei wäre schon nicht so verkehrt. Vielleicht hier hinter. So ein bisschen versteckt. Halt hier oder so. Und dann ist echt trotzdem zu weit weg nach da. Oder wir bauen es halt wirklich da hinten hinter. Oder wo ich den Laden geplant hatte. Hm. Oder halt hier hin. Eigentlich wäre hier ganz optimal. Das ist genau die Ecke, wer die nix hätte. Hm. Dankeschön. Bist du krank gemeldet? Natürlich bin ich krank gemeldet. Deswegen war ich auch nicht da. Sonst hätte ich ja auch gestreamt. Aber hatte ich alles auch im Discord erzählt? Aber es hat sich ja keiner für interessiert. Deswegen kommt auf den Discord. Wichtig und richtig. Ich hätte hier schon gern hier irgendwie. Lieber hier einen zentraleren Einkaufsladen für die, wenn hier hinten noch welche kommen. Ja, komm, das machen wir. Was war denn das für ein Zoom gerade?
Okay, Schule, Waisenhaus, technische. Polizei. Warum die Polizei nicht unter Notfall ist, weil sie Kriminalität und Justiz ist, ja, aber trotzdem verwirrend jedes Mal. Irgendwie so. Den Weg können wir auch schon asphaltieren. Beziehungsweise bekiesen. Und das erste Gebäude ist fertig. Sehr gut. Das heißt, die 100 Leute, die da übrig waren, können umziehen. Und das sorgt auch für weniger Kriminalität. Schönes Gebäude passt hier hinten dann so als Abschluss mit dem alten historischen technischen Universitätsgebäude. Dann da hinten ein bisschen die neuere Uni. Im klassischen Viertel. Hier könnten hier auch noch ein paar Häuser hin, nicht? So als Abschluss, vielleicht so zwei Plattenbauten später oder so. Dann ist das Krankenhaus nicht so verloren am Stadtrand. Eigentlich dumm ist, nicht in die Mitte gebaut zu haben. Warum habe ich es nicht hier hingebaut? Eigentlich total die bescheuerte Idee. Weil so verliert das natürlich in die Richtung komplett den Radius. Wo nichts ist. Gut, ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, die müssen auch die Fabriken ansteuern können. Ja, die Fabrik ist genau ein Meter wieder nicht in der Reichweite. Oh Mann. Warum nicht? Nur Studierte auf dem Platz als Mitarbeiter. Vor allem, ich habe dem Gebäude eigentlich gesagt, keine Priorität, sondern dem hier Priorität gegeben. Und trotzdem bauen sie das zuerst. Verstehe einer, wer will, warum dieser Prioritätsmodus halt nicht wirklich funktioniert. Ich wollte gerade sagen, habe ich das Stromkabel falsch gebaut? Aber nee, stimmt ja. Ich bin ja hier hingegangen mit dem Strom. Du bist schon da. Sehr gut. Dann haben die nämlich auch alle Strom. Dann kann sich das noch ein bisschen besser verteilen. Ich lasse euch raten. Welche Krankheit schränkt die Verwendung eines Headsets wohl ein? Wenn man doch bloß aufgepasst hätte vorhin. Hier mit den Hausdächern, das passt nicht so gut, nicht? Ja, das ist hässlich. Ja, das kriegt man halt nicht besser hin. Das braucht echt ein paar Snapping-Punkte. So von der Hauswand her sieht man das gar nicht, aber da oben. Ich glaube, das liegt aber am Modell selber, dass die Seite anders ist als... Nein, die Seite anders ist als die hier. Hätte ich es weiter nach vorne geschoben, dann hätten wir hier, glaube ich, an der Wand nämlich eine Kante. Und die würde ich wahrscheinlich weniger sehen. Ach, das ist ein... Naja, das wird nach oben schräg. Und dadurch kommt so der Versatz zustande. Ist halt schlecht, nicht? So ein gelber Modus, wo man halt nicht sieht, alle Kanten... Da kann man halt sowas nicht aneinander ausrichten im Detail. Das hier wird genauso schief. Ich kann das halt immer nur unten am Boden ausrichten aneinander. Da kann ich sicher sein, dass es dann zumindest auf der Seite passt. Ja, aber das wäre eine große Verbesserung, wenn die irgendwann so Snapping Points kriegen. Dann hat man halt nicht solche
Minuten, Momente. Und dann kann man halt auch Gebäude bauen, die halt mehrfach zusammenpassen und aneinander gepackt werden könnten. Fände ich eine wichtige Erweiterung, gerade für ein Städtebauspiel. Vermisse ich immer bei City Skylines zum Beispiel auch sehr stark. Foundation hat das sehr gut gelöst. Also da hat es richtig Spaß gemacht, große Tavernen und zu bauen. Kindergarten hatten wir. Den Spielplatz hatten wir. Wir können schon mal die anderen Stationen planen. Oder zumindest hinsetzen, dann vergesse ich die nicht. Nicht den Frachtbahnhof. Wir wollen Passagierbahnhöfe. Für Fracht, für Bürger. Da habe ich einige Bahnhöfe, nicht? So mehrgleisige, eingleisige. Und tendenziell geht das ja, wenn eher in die Richtung von Industrie oder in die Richtung. Das heißt, zwei Gleise werden nach links, zwei Gleise werden nach rechts gehen. Oder von hier werden zwei nach rechts gehen. Mal gucken, wie wir das lösen. Die wäre zu groß auf jeden Fall. Airport Station. Finde ich eigentlich gar nicht, aber so schlecht. Hierhin hatte ich eine richtige Mitstation, aber hier, wobei hier so ein Altstadtviertel ist. Also eine sollte hier hinter enden. Hier kommen Schienen lang und dann enden die hier. Damit die alle einen Anschluss kriegen könnten. Die würde ich dann... Ja, weiß ich gar nicht. So gerade wäre blöd, weil der müssten die Schienen. Die muss schon schräg stehen. Und wenn wir sehen, da erreichen wir echt eine Menge Bürger, die hier hinlaufen könnten. Ich glaube, ich brauche die gar nicht so eng setzen, wie ich das gerade plane. Ich könnte die auch hier hinzimmern. Und dann gehen wir da hinten lang rum. So schräg gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut. Wir kommen, glaube ich, sonst mit den Schienen da nicht dran vorbei. Ich würde die so setzen erstmal. Ist ja nur Platzhalter, nicht, dass ich weiß, da kommt irgendwas hin. Und hier... Vielleicht so die kleine Station mit Straßenanschluss, die hier hinten vorbeiführt an der Kirche. Sind da schon Pumpen? Ja, da sind schon Pumpen. Das heißt, wir könnten das aber nicht schöner machen. Das Gebiet. Was haben wir noch? Irgendeine Rollstation. Welche hatte ich denn da hinten? Nicht, dass ich zweimal die gleiche baue. Sieht nicht aus wie die hier. Ja. Das wäre die hier. Das heißt... Pisky wäre einspurig. Ah ja, da hinten würde eine einspurige reichen, nicht? Ah, müssen wir dann gucken. Brauchen wir ja nicht diese mehrspurigen. Sula, Tram. Ja, passt eigentlich nur Nojevo. Der Rest ist Tram.
Rule Station ist mir... Das ist mir zu groß. Die sind mir alle zu groß. Elevated. Okay, man könnte eine erhöhte machen, dass man hier hinter so hoch geht. Eisenbahn wird zu teuer, sagtest du mal bei dem Spiel. Ist es auch, aber ich muss sie ja trotzdem vorsehen. Weil wenn ich sie nicht vorsehe, dann baue ich mir die im Platz zu und dann kriege ich sie nie wieder nachgebaut. Deswegen müssen wir die jetzt schon einplanen. Aber hier die Straße durch, finde ich eigentlich ziemlich smart. Dann dafür eine erhöhte Station. Wir müssen eh erhöhen, um hier über die Autobahn zu kommen. Das ist nur doof, dann müssen wir hier runter für die. Das ist aber okay. Und die wird gegen eine einspurige getauscht. Die Pisky Station zum Beispiel. Wir sagen aber Bauverbot und Bauverbot. So. Dann haben wir grundsätzlich die Bahninfrastruktur und andere Gebäude geplant. Und zum Abschluss der Folge, bis auf den priorisierten Müllplatz und den priorisierten Abwasserdings, ist alles gebaut worden. Wir haben sogar die Polizeistation hier und die kriegt dann Autos. Der Kindergarten funktioniert. Dann haben wir mal weniger Arbeiter rein. Und die Leute ziehen nach und nach in unsere neuen Häuser. Jeder hat eine Wohnung. Und wir haben nur 13.000 ausgegeben letzten Monat. Für die ganzen Sachen, weil wir sehr viel gebaut haben. Ich würde sagen, damit können wir in die nächste Folge starten.